Herzlich willkommen heute hier bei uns, Muriel Blodau. Sie war bei den 4 Wochen Get the Fuck Out of My House, die neue TV-Show von ProSieben, mit dabei. Als eine von 2 Saarländerinnen, habe ich das richtig genau, verstanden? Genau, ja. Und die allererste Frage, die so viele wahrscheinlich auch interessiert: Warum macht man da überhaupt mit? Also hauptsächlich wegen den 100.000 Euro. Das ist definitiv klar. Aber auch, ich wollte an meine Grenzen gehen. Mhm. Ich kenne das Familienleben, ich habe Kinder, ich habe einen Freund zu Hause. Es ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und da wollte ich halt einfach mal an die Grenzen gehen und sagen, mit 100 Leuten in einem Haus ist ziemlich eng, ziemlich laut. Und da wird bestimmt viel gestritten und probier es einfach mal aus. Ja. Was sagt der Freund dazu? War der damit komplett einverstanden so? Am Anfang nicht. Gar nicht. Was waren da so die Probleme dann? Er hat schon einige Angst um mich gehabt und er hat gesagt, du schaffst das nicht. Ja, okay, tatsächlich. Ja, ja. Okay, du darfst natürlich jetzt wahrscheinlich, so gehe ich mal von aus, nichts so verraten. Also genau. Das, was jetzt gelaufen ist, am Donnerstag ist jetzt die erste Folge gelaufen und über den Ausgang der Serie darfst du nichts sagen jetzt, ne? Nee. Was würden denn da für Konsequenzen kommen, wenn du jetzt doch was raushauen würdest? So? Hast du da so einen Vertrag, wo du sagst, ich sag jetzt gar nichts? Ja. Kommt da eine Geldstrafe oder wie ist das? Okay. Genau. Okay. Wir bekommen dann eine hohe Geldstrafe, wenn wir was verraten über die anderen Shows. Ja. Und einen mehrseitigen Vertrag haben wir auch müssen unterschreiben alles. Mhm. Und ich habe mir den, glaube ich, schon 20 Mal durchgelesen, damit ich nur nichts verrate. Ja. Aber es ist wirklich nicht einfach, nichts zu verraten. Okay. Ja, wollen wir es nicht provozieren, lieber. Womit hattest du die meisten Probleme in dem Haus? Also ich meine, es ist ja ein Haus, was eigentlich für 4 Leute, für eine Familie mit 4 Köpfen ausgestattet ist. Mhm. Und dann ist es dementsprechend natürlich auch eng. Aber was war so das Problem, wo du sagst, oh, das wäre ein Grund, warum ich sagen würde, ich verlasse die Show? Also ich sag mal, ans Essen gewöhnt man sich, an das wenige Essen, an den wenigen Schlaf gewöhnt man sich. Ja. Aber worauf ich mich echt nicht gewöhnen konnte, war einfach dieser Pegel, diese dauerhafte... Die Lautstärke. Pegel, genau. Okay. Es war sowas von krass, auch abends. Es war immer jemand wach. Mhm. Es war immer jemand laut. Okay. Und wie ihr schon gesehen habt, die Türklinke fiel runter. Ja, es war wieder Tumult gewesen. Mhm. Also es war dauerhaft laut. Mhm. Und das war schon... Ja. Und wie sind so die Kameras? Sind die störend oder blendet man die aus irgendwann? Am Anfang war es schon ein bisschen ungewohnt, weil ich habe noch nie so wirklich bei einer TV-Show mitgemacht. Und dann guckt man schon, wo sind überall Kameras. Auf Toiletten waren die Kameras und dann hat man sich gedacht, oh Gott, filmen die einen, wenn man auf Toilette geht, wenn man duscht oder so. Ja. Und es war echt am Anfang so die ersten 2-3 Tage ungewohnt, aber nach einer Zeit schaltet man die komplett aus. Mhm, ja. Wie ist das Zusammenleben dort? Also das sind ja, ich glaube jetzt nach der ersten Folge 80 oder 75 Leute noch drin. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau, aber immer noch sehr viele. Wie ist das Zusammenleben? Sind da wirklich Gruppen, die sich dann bilden? Oder ist da alles Friede, Feuer, Eierkuchen und alle arbeiten im Team, dass auch wirklich was bei rumkommt? Wie ist das so? Also wir haben natürlich versucht, im Team zu arbeiten. Anders geht's nicht. Ja. Das ist von vornherein klar. Aber wiederum, es haben sich Gruppen gebildet und Teams gebildet. Und da hat man schon gemerkt, der ein oder andere versteht sich dann nicht mit dem. Und dann wird er halt aussortiert. Wie ist das... mit dem Hausboss, der wird ja gewählt jede Woche. Mhm. Ist das, findest du, was wirklich auch Sinn macht oder findest du das unnötig? Ich finde, das macht schon Sinn. Ja. Weil man braucht im Haus schon eine gewisse Ordnung und wir hatten da so viel Langeweile und auf irgendjemand hatten wir müssen hören, weil sonst wäre das da noch mehr zur Katastrophe geworden. Ja, ja. Also was mich vor allem auch so ein bisschen verwundert hat, in der ersten Folge direkt so nach so, ist natürlich geschnitten und alles, aber so nach einer halben Stunde, haben sich da teilweise schon Leute so in den Armen gelegen und es sah aus, als wenn die alle schon sich Jahre kennen. Sind da Leute, die sich wirklich auch schon von Anfang an privat auch schon vorher gekannt haben oder sind da wirklich so schnell plötzlich so starke Freundschaften entstanden, wie es aussah? Also ich habe gehört, dass sich manche unterm Haus schon vorher gekannt haben,
Aber ich muss zugeben, ich habe auch geheult bei der ersten Rauswahl, weil man gewöhnt sich so an die Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Man verbindet so vieles miteinander und man ist eins miteinander. Das hört sich jetzt krass an, aber man hockt 24 Stunden aufeinander. Das ist einfach so ein Gefühlschaos. Mhm. Ist denn, was oft so Shows vorgeworfen wird, ist da auch was geskriptet oder ist das wirklich alles komplett rein so natürlich quasi? Es ist alles real. Das glauben uns nicht viele, aber es ist alles genau so. Wir hatten kein Drehbuch oder sonstiges. Mhm. Okay. Ja. Wie stark ist denn die Versuchung, dann doch die Tür aufzumachen und zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause? Die ist schon da. Die war bei mir, glaube ich, schon nach einer halben Stunde nach dem Einzug da. Ja, ja. Und ja, weil da ist alles so eng, man bekommt keine Luft wirklich da drin, weil alle so aufeinander gequetscht sind. Ja. Und das ist sowas von krass, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Okay. Was ist so die beste Erfahrung, die du da gemacht hast? Was ist das, wo du sagst, wow, dafür hat es sich wirklich gelohnt, da mitzumachen? Also ich war vorher eher so der mittelmäßige Mülltrenner. Okay. Und habe wirklich so die Lebensmittel aus dem Fenster geworfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und seitdem gar nicht mehr. Mhm. Also wir gucken echt jetzt, wenn es auch über MHD ist, wir gucken, ob es noch genussbar ist. Und dann essen wir es trotzdem. Ja, okay. Weil dort waren wir froh, wenn wir wirklich ein bisschen was zu essen hatten. Mhm. Und die Menschen draußen, die gehen so viel mit Lebensmitteln um und die schmeißen die so viel aus dem Fenster, das finde ich echt schade. Mhm. Also ich war vorher auch so ein Mensch, aber das hat mich gelehrt. Hattest du denn da so eine gewisse Rolle? Also ich habe gesehen jetzt in der ersten Folge war zum Beispiel einer, der hat sich um die Wäsche gekümmert und so. Und da sind natürlich schon ein paar von Anfang an so ein bisschen aufgefallen. Hattest du auch so eine Rolle jetzt, weil du sagst, du hast wahrscheinlich eventuell dich dann eher so um die Lebensmittel gekümmert? Oder hattest du irgendwie was, wo du speziell gesagt hast, das ist meine Aufgabe in dem Haus jetzt? Also ich habe immer gestaubsaugt. Ja. Okay, du bist ein Staubsauger? Ja, ich aber der hat nicht lange gehalten. Okay, wurde er kaputt gemacht, oder? Das ja. Okay. Ja, gut. Wie oft gab es denn Streit? Das ist so eine Frage. Sehr oft. Ist das dann so ein bisschen so, dass man mal sagt, kleine Auseinandersetzung oder geht es dann richtig zur Sache? Ja, es geht richtig zur Sache. Okay, und dann stehen dann alle drumherum. Genau, jeder kommt zu. Und jubelt oder was? Okay. Genau, so kann man sich das wirklich vorstellen. Okay, da stelle ich mir schon krass vor, da will man doch am liebsten dann irgendwie raus oder weg irgendwo anders. Ja. Weil es gibt ja auch keine Zone, wo man sich zurückziehen kann, oder? Es gibt kein privater Raum, keine private Zone, es gibt nichts. Okay. Dieser Raum unten im Keller, wo die Waschmaschine und so war, da durfte man über Tag auch nicht rein, oder? Also man durfte mit dem Hausboss unten rein für Lebensmittel oder halt kurz, wenn gelästert wurde. Okay, ja. Aber sonst nein. Okay. Gut. Ich denke, dann haben wir alles. Okay. Gut, vielen Dank für die Einblicke. Kein Problem. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr. Super, danke schön.